um. Sterling, Halbblut und Vierfinger. Wir lesen mal kurz diesen Brief. Gut, knallharter Mann haben wir eben gelesen, aber sonst ist hier scheinbar auch nichts Neues. Oh, hier kommt er, unser Held, Geralt der Rivier. Der Rivier? Was? Nein, von Rivalu. So, ich würde kurz mal Plötze zu uns befeuern. Da ist er doch, mein Freund. Und dann eine kleine Markierung hier hinten hinsetzen. Dass wir uns die Städte mal holen. Weiter so, Plätze! Wenn wir eh schon in der Gegend sind, ne? Hört ihr, Frauen, und lasst euch sagen. Versteht ihr. Hoffe ich mal. Und wenn wir das... Die holen wir uns jetzt und dann können wir bis morgen Mittag warten und dann dahin gehen zur Ausstellung. Und ich vermute mal, seine Tochter kennenlernen. Weil ich will mich jetzt nicht einfach wieder runterreisen und dann wieder hinsetzen und meditieren. Wir haben noch eine harte Nacht, wir müssen ein bisschen arbeiten. Überraschungsangriff. Ich vermute, hier sind Geister. Was ist das? Was bist du? Ist das eine Art Waldschrat? Auf jeden Fall so aus. Alter, das, der hat ja einen Bart. Ein Waldteufel. Krass. Ja, eine neue. Neues Wesen. Meditieren wir jetzt erstmal oder was? Wieso? Wie, du meditierst jetzt länger als einen Tag? Warum, Geralt? Ich versteh's nicht. Ach, wir mussten warten, bis die Leute kommen. Okay, krass. Das war auch neu. Ich sag bitte nicht, morgen Mittag ist schon vorbei. Nee. Komplettes Anwesen erobert. So, wir reiten jetzt schnell zu der Höhle. Meine Knochen tun wieder weh. Weil die ist scheinbar nichts anderes. Plätze? Ah, da oben steht, hatte ich hier hingestellt. Los, los! Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir nicht zu spät kommen. Da lang, mein Freund, da lang! Schnell, schnell, schnell. So eine Reisemarke und dann reisen wir. Könnten wahrscheinlich auch hinterhalten. Könnten. Aber wir machen das und dann gehen wir einfach auf Nummer sicher. Weil wir müssen da auch noch hinreiten wieder ein Stückchen. Deswegen, ja, wir machen das alles auf Nummer sicher. Ich hätte nicht geahnt, dass das so ein Stress ausfällt jetzt hier so.
geht weg, ihr Pflanzen. Ich, nee. Zeit zu sterben. Ich hab gerade keinen Bock auf euch. Nein. Später. Ich habe jetzt keine Zeit. Es ist dünn wie ein Zweig, aber mit ihrem Hintern könnte man einen Wolfsrudel erschlagen. Hm, scheint ein geiler Hintern zu sein. Außer sie meint die Größe, um das Wolfsrudel zu erschlagen. Dann, wiederum nicht so. Ach, weiß man, was die Menschen hier meinen? Weiß man's? Nein, weiß man nicht. Einen Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Die Wildnis Toussaints birgt unzählige, faszinierende Geheimnisse. Die herrlichen Wiesen und die unberührten Wälder sind Heimat der gefährlichsten Myriapoda-Spezies diesseits der Europa. Der Tausendfüßler von Burkina-Faso kann hier in seinem bemerkenswerten Chitin- und Calciumcarbonat-Panzer bestaunt werden. Der Weißwolf 10, Burkina Tausendfüßler. Wie hat er denn das fotografiert, bitte? Wie hat er sich denn selbst fotografiert? Weg ist er. Aber ist cool. Frauen mögen Tränen. Ist das zu glauben, was im Männer Steinbruch passiert ist? Wein vor. Eine Kuh. Bei Geralt. Einem Tageslicht einfach vom Wie herrlich, das Motiv des neuen Zyklus des Barons zu treffen. Das gibt's doch nicht. Na ja, beim Verrenchen. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an, doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das du nicht ablehnen darfst. Ein Gemälde? Du kannst es natürlich verkaufen. Aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Mach ich. Finde ich cool, das Bild auf jeden Fall. Fällt mir. Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon zwei geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Stimmt. Ich kenne sogar einen. Er heißt Torque. Kann ziemlich niederträchtig sein. Aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Oh, ja, du hast es einfacher. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser. Jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem? Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Sehr, sehr schön, der Typ. Schön, dich zu treffen. Bis dann. Ich mag ihn irgendwie. Er hat was so Bodenständiges. Ich hab zwar Geld, aber ich verarsche einfach alle nur, sozusagen. Und wir haben ein Bild für unser Haus. Kaufe Bienen. Knappe, so eine Ausführung reingeschlossen.
Halt mich zu. Fließt SS. Ein paar Höflinge sind betrunken in den Karoverterwald gezogen und nie zurückgekehrt. Ja, die Mehl haben wir mitgenommen. Sehr schön. Was haben wir denn? Ich habe genug gehört. Glaub mir. Ein Hauptbuch? Stellung von Wein aus Toussaint. Zaubersalbe für Clarissa. Drei Wämser habe ich und in keinem davon kann ich nicht. Ich vermute, wird gebraucht, um eine Quest abzuschließen. Deswegen lag es auch so optional da. So, was machen wir als nächstes? Wir könnten eigentlich die Hauptstory mal folgen. Oder wir machen ein bisschen. Nee, das werde ich noch nicht machen. Eine Aktion. Das ist doch interessant. Wo findet die denn statt? Ach, ja, ganz da oben, ne? Alter Schwede, ne? Alter Schwede. Oh, wir haben noch so viel zu erkunden in diesem Gebiet. Es ist unfassbar. So viel noch zu tun. Ich würde sagen, hier muss es doch auch irgendeinen Wegmarker geben. Kannst du nicht hier so ein cooles Gebiet hinsetzen und dann keinen Wegmarker? Zweifle ich mal stark. Da. Wo ist die Markierung? Ich habe sie eben gesehen. Da hinten. Ha. Ich wusste, dass hier eine ist. Na Jungs, alles frech im Teich. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Na gut. Ich glaube euch mal. Muss mal kurz reinigen. Juckt's am Schritt. So. Dann gehen wir zum Markierung. Einfach durch Seile gelaufen. Eine Kuh. Mehr Kühe. Hier. Ich sehe sie. Ah, komm her. Markierung. Sehr schön. So, wir reisen nicht in unsere Hütte. Wir reisen hier in die Windmühle. Das ist so krass. Du ziehst dich von einem nach der anderen und so bam, bam, bam. Keine Ahnung, das ist ja eine Angriffsstellung, wenn wir da sind. Das ist auch sehr verwunderlich. Ich laufe mal darüber. Zu dem Frogezeichen. Wo ist denn da? Eingang? Oder zwei Gänge? Bei Majorans Bad, das stinkt vielleicht. Es kommen immer welche nach. Wo bin ich hier? Wie geht's denn? Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Gut, komm. Verseuchte Weinlaus! Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Ja, komm. Na gut. Ich sehe mir das Lagerhaus an. Noch, ach, schon wieder ein Winzerauftrag. Gib okay. Das aus, Fick da drüben. Sollen Sie mich doch mal. So eine Kacke. Okay. Boah, Arsgestank. Nekrophagen. Gehen wir mal runter. Gucken, ob es was bringt. Verdammt, bist du hässlich. Dann ziehst du nämlich Stacheln wieder ein. Dann bist du gesnerzelt.
Meins. Puh, hier stinkt's. Jupp, da stimme ich dir zu, Geralt. Puh, achso, ja, hier stinkt's. Puh, hier stinkt's. Es sind ziemlich viele tote Tiere. Kann ich die... Puh, hier stinkt's. Nein, kann ich nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich sie verbrennen, dass es nicht mehr so stinkt. Im wortwörtlichen Sinne. Aber es geht leider nicht. Wie es scheint. Wir sind am Ende des Raumes. Dann gehen wir auf die andere Seite. Oh, Wasser? Nein, das will ich nicht so sein. Oder vielleicht doch. Ja, komm, für die silberne Bernsteinkette hat es gelohnt. Und hier ist ja auch noch irgendwas. Hab ich gerade gesehen. Eine ganz große Kiste. Mit 5 Floren. Auf jeden Fall der Bringer. Dieses Ding. Ja, ich sollte vielleicht wieder zurückkaufen. Vielleicht, wenn wir mehrere dieser Lagerhäuser. Was jetzt, du Stück Dreck? Zurückgeholt haben. Dass wir dann was mit dem Wein machen könnten. Könnte doch eine Möglichkeit sein, sonst ist es ja nicht umsonst hier Winzeraufträge oder sowas. Es können ja einfach nur ganz normale Aufträge sein. Und? Pass bloß auf! Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Hol dies, gib das aus. Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Zwiet einige Männer hinschicken. Ich dachte, eine ganze Ersparnis. Brauchst du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager, aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg. Toussaints berühmtestem Schlachter. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motarde den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen. Dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Na dann. Zeig mir, was du anzubieten hast. So. Ja, das ist der Rabatt. Also wir kriegen 298% Rabatt. Rondlikör, brauchten wir den nicht für irgendwas? Ich weiß es nicht. Oh, Chaton de. Nee, wir brauchen aber absolut nichts von dir, mein Lieber. Bis dann. Aber diese Winzeraufträge, was haben die damit zu tun? Was ist... Finden wir noch raus.